Jeder Mann träumt von High Heels oder gern auch nackten Füßen, aber schöne Flipflops. Aber nach diesem Aufruf haben sich doch wahrscheinlich hunderte Frauen gemeldet. All das wiederum wäre selbst Alfie zu hardcore. Und deswegen hat er nur zwei mit nach Mallorca genommen. In der Hoffnung, dass letztlich eine seinen Ballermann, entsichern wird. Die Frauen habe ich vorher alles in TÜV geschickt. Die haben alle Güteklasse A. Also da kann jetzt nichts mehr schief gehen. Die Frau hat mich vorher alles im TÜV geschickt. Bin als junger Mann hierher gekommen und gehe als ganzer Kerl dann wieder raus. Und sie könnte ihm dabei helfen. Kandidatin Nummer 1, Linda. Voll mal ein Knaller. Aber eben kein Oberknaller, wie die zweite im Bewerberpool. Jessica bringt nämlich alles mit. Oh, ein schönes BH an. Wovon Alfie so träumt. Mein Herz hier vibriert hier wie ein Techno-Beat hier pro Sekunde 120 Dezibels. Der hat sich da anscheinend verknallt für die Jessica. Die hat einen Duft vom Feinsten. Die riecht wie eine deutsche Rose in Spanien. Irgendwie ist der niedlich. Also von der möchte Rena mal flach gelegt werden. Die Sache ist die, der Andreas ist eigentlich ein lieber Kerl. Mein Herz ist auf ihren richtigen Fleck. Problem Nummer 1 ist nur, bis zu seiner Entscheidung haben die drei noch massig Zeit. Was zu Problem Nummer 2 führt. In Gegenwart von Frauen bricht ständig der DSDS-Alfie in ihm durch. Wickelt! Und zwar unkontrolliert. Du bist meine Schnecke, du bist meine Nietze, ergibt zwei Schnitzel. Und unzensiert. Dann werde ich schon viel Spaß haben mit meinen geilen zwei heißen Ladies. Kinder, was ist denn mit dem los? Gib's mir, mach's mir, Baby! Ja, ich meine, das will ja keine Frau hören. Sexy, sexy! Keine Frau will hören, meine Güte, du hast so wunderschöne Augen, du riechst toll. Ey, seht jetzt sexy aus. Sexy, sexy. Also nette Komplimente. Und dann sollen sie schön jetzt sexy Body zeigen, ihre Koklüten. Sieht richtig sexy aus hier mit nassen Haaren. Im Grunde genommen ist es einfach nur lächerlich und peinlich. Ja, Andreas' prollige Flirtversuche sind wirklich ein ziemlich peinlicher TV-Moment. Und dann wird's auch noch schmerzlich. Gerade als er Jessica seine Liebe gestehen will, hat die genug von Alfies Sprüchen. Jessica hat sein Herz gebrochen.